Wir hatten halt die Idee, einen Tisch aufzubauen, der durch Heidelberg fährt. Was man ja als Parabel nehmen kann, MC René sitzt im Zug, sitzt, bewegt sich nicht, ist aber trotzdem in Bewegung, immer auf der Reise. Die Odenwald-Deichsel ist das, weil in keinem Baumarkt gibt es nämlich Deichseln und die kosten irgendwie richtig viel Geld und haben wir einfach selbst gemacht gestern. Und weil wir ja hier in Bad König sind und Heidelberg nicht weit entfernt ist, war es natürlich naheliegend, in die Stadt zu gehen, wo alles begann. Heidelberg, das Oldschool-Hip-Hop-Mecker überhaupt, Postkarten-City Deluxe. Daraufhin war natürlich schnell klar, dass wir die alten Recken reanimieren, reaktivieren mussten. Klar, also wenn, dann muss Boulevard Boo dabei sein, Stieber Twins müssen dabei sein, Tony L muss dabei sein und wenn Gott so will, Torchmann. Und dieser Song, Mein Leben ist ein Freestyle, hat sich sehr, sehr schnell als so eine Art Hörbuch-Single herausgestellt. Ein Meister der Zeremonie, ich liebe das Leben, ich liebe die Musik. Ich sauge alles auf, pure Euphorie, denn jeder Augenblick gibt dir neue Energie. Tony L war natürlich auch auf demselben Level für mich wie Torch oder wie Linguist. Das ist Advanced Chemistry gewesen. Tony L, Hardcore Gladiator, der ist einfach, dieser Mann ist einfach an Charakter und Persönlichkeit nicht zu überbieten. Hat jemanden gesucht, der gut aussieht und super rappen kann, ohne dabei zu rappen. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich, das habe ich drauf. Komm auf jeden Fall eine gute Strecke, okay? Torch habe ich kennengelernt, das muss ungefähr so 1992 gewesen sein. Ich war in Oldenburg im Cadillac, im Jugendzentrum. Und ich meine, ich war ein kleiner Junge aus Braunschweig und ich wollte halt spitten. Kennt jeden. Torch hat gesagt, in Heidelberg, ich kenne hier alle. Und auf einmal steht Torchmann vorne an der Bühne, Storm steht an der Bühne, der B-Boy, und Boulevard Boo. Und gehen so voll ab und ich hatte von denen schon gehört und gelesen in alten Hip-Hop-Magazinen. Heidelberg kaputt reden. Nee, aber der war schon kaputt. Du hast direkt gemerkt, da war eine unglaubliche Kraft in diesem Raum, ein unglaublicher Spirit, eine unglaubliche Aura. Richtige Persönlichkeiten, wie du sie heute auch eigentlich im Hip-Hop nicht mehr findest. Also Leute, die etwas angefangen haben, was keiner gemacht hat. Das hast du richtig gespürt. Und dann kommst du da rein und Torch war natürlich dann so King of Cactus, ne? Also the man, Hip-Hop-Guru. Aber was sie nicht wissen, Torch ist der erste Typ, der auf die Bühne gegangen ist, gefreestylt hat, auf Deutsch. Und ich war sein Padawan. Und der war der Jedi-Meister. Ja, wir drehen ein Musikvideo für den MC René. Ich bin Karl Grings. Ich habe das Ganze produziert mit René im Studio. Die Beats, die fetten Beats. Und ich fahre nur noch mit der US-Bahncard MC René 100. Ich habe den Karl Grings gefragt, ob wir mein Buch als Hörbuch produzieren könnten. Und das war eigentlich erst der erste Auftrag. Ich bin hierher gekommen, habe das Buch eingelesen. Wir haben uns eine Woche vorgenommen, waren aber dann schon dank meiner Lesegeschwindigkeit in 2,5 bzw. 3 Tagen fertig. Und ich hatte ihn dann eigentlich eher beiläufig gefragt, weil wir uns ja schon auch mit K-Rings auch schon so 15 Jahre kennen, ob er denn nicht noch ein paar alte Beats da hätte. Ein paar Beats im 90s-Style. Er meinte, ja, ich habe da was gemacht. Okay, ich dachte, mal gucken. Ich wollte wirklich nur das Hörbuch machen. Dann hat er die Beats angemacht. Bin ich voll abgegangen. Und das war so sowieso Liebe auf den ersten Blick. Ja, und mit Boulevard Boo hat mich immer eine Freestyle-Leidenschaft verbunden. Immer wenn wir uns gesehen haben, nicht, hey René, wie geht's? Sondern, yo, ich bin der Boulevard Boo, was machst du? Komm dazu, wir sind jetzt eine Crew. Direkt immer gleich in einen Dialog getreten, einen Freestyle-Dialog. Song ist ein Brett. Ja? Absolut. Okay. Und er war auch dann natürlich der Ältere und er hat auch auf mich aufgepasst, weil ich natürlich noch jünger war und da fühlte man sich auch immer sicher und safe mit ihm und so, weil er hat dann natürlich auch irgendwie auch so eine positive Aura und so eine positive Ausstrahlung und das war für mich absolut klar, wenn ich dieses Video drehe, muss er auf jeden Fall rein. Wird gut. Wird gut? Ich bin der festen Überzeugung,
dass unser Freund René das gut auf die Reihe gekriegt hat. Wir fahren jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Das ist ein Tollwut, ne, wisst ihr? Ey, Max, ey, ich muss euch was erzählen. Die Tante draußen, die gegen meine Mitbewohnerin da hinten im Park hat. Die hat ein Ticket gefangen, die Alte. Auch die Stiebers habe ich zum ersten Mal auf der Torch Hip Hop Home Party getroffen, wie ich es auch in so einer Form nie wieder erlebt habe. Wird dann erst in der Zukunft bewusst, wie besonders Momente sind, die man erlebt hat. Ja, und Stiebers war gleich, die haben mich gleich in ihr Herz geschlossen, immer so, der René, ich liebe den René. Was auch keiner weiß ist, ich habe ja auch bei den Stiebers öfters übernachtet, die hatten ihr Doppelbett. Und da war eine Couch. Da kann der René pennen auf der Couch. Martin. Und als ich dann einmal, da war ich so am Duschen, komm so raus, steht der Martin vor mir. Ey, René, du musst dein Album Renevolution nennen. Renevolution. So wie aus, wie so ein Blitz, ne? Titan, der einen Blitz wirft, so mit Inspiration, so. Ja, machen wir. Ich hab so ein dickes Seil dabei für euch. Das war eigentlich nur der Plan schon, dass ihr es kurz zieht und dann. So, also die haben mich inspiriert. Und ihre ersten Aufnahmen auf Vinyl, auf Platte, waren auf meinem Album. Ich meine, wer hat schon Stieber-Features gemacht? So, ne? Haben die auch produziert. Aber das kam nicht, weil ich gefragt habe, sondern aus diesem freundschaftlichen Flow heraus, aus diesem Hip-Hop-familiären Kontext. Das ist das Leben hier, das ist das Leben. Mein Leben ist ein Freestyle, der improvisierte Moment. Holt dich der Alltag ein, ist es besser, du rennst. Bekommst im Leben nichts geschenkt. Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Der Chris hier, der Martin. Komm. Wir haben die Stieber Twins, Torch, Tony L, Boulevard Boo und die K-Rings. Und was soll ich sagen? Es war der improvisierte Moment. Ist, glaube ich, mein bestes Video, was ich jemals gedreht habe. Und ich würde sagen, alles auf eine Karte. Wir sehen uns im Zug.